Bin ich wieder zu Suikoden. So, wir müssen also Pan besser ausrüsten. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlimm ist, dass er den Kampf verloren hat, aber in der Komplettlösung steht halt, er soll gewinnen. Also sollten wir das auch so machen. Scheiße, ob das gehen wird. Das sollte an sich vorerst mal reichen. Okay, bei dem ist noch einiges zu holen, würde ich sagen. So. Jetzt gehen wir erstmal nach Ante, rekrutieren noch ein paar Leute. Ich glaube aber schon. Ich glaube, die wollte doch hier den Opal haben, oder? Eigentlich gerade in das Dorf der Moment. Ich will in das Dorf der Kobolde eigentlich, aber hier sehe ich nirgendwo Kobolde. Seltsamerweise. Doch, das hieß Kobold Village. Aber dann machen wir das halt anders. Dann gehen wir halt zum... Moment, ich muss nicht doch hier. Ich glaube, nee, aber ich sehe es nicht so. Dann gehen wir halt zum Heldendorf. Hier
ist auf jeden Fall nichts mehr. Wobei, ich glaube, das war jetzt zu früh. Weil wir haben gar kein Geld, um die Quest zu erfüllen, die man dafür machen muss. Dass wir nur noch so wenig Schaden machen. Ich habe mich jetzt erst gar nicht gesehen, deswegen war ich jetzt voll irritiert. So, wir müssen, ich glaube, hier rein. Ja. Ich glaube, ich habe nicht genug Geld, ne? Ja. Was mit ihm? Hier muss ich halt den Kobold mitnehmen, den ich ja gerade nicht mitnehmen konnte. Weil ich ja meine Gruppenmitglieder nicht ändern konnte. Das ist auch, finde ich persönlich, besser gelöst im zweiten Teil, weil da gibt es nämlich, also quasi die Gaststätte halt führt, macht das dann. Können aber noch nach Faker, müsste das glaube ich sein. Ja. Denn hier müsste nämlich jetzt Apple warten. Ja, genau. Kobold habe ich hier gerade gar nicht gesehen. Elfen habe ich jetzt hier gar nicht gesehen. Komisch, wo ist denn der? Gerade nochmal, ob ich den. Ah, da unten spreche mit ihr. In der Unterkunft Forest Village. Achso, Kirkes muss Level 40 sein dafür. Okay. Das hätten wir auch. Gehen wir zum Trainieren nochmal nach Scalencia, beziehungsweise wir können auch nochmal nach Rikon. Ich muss immer dabei an Dingens denken, an den von Game of Thrones. Weil wir brauchen nämlich eine Fehlschlagurne, dann schließt sich nämlich noch der Jabba an, der Schätzer. Irgendwie in den nahen Wüsten.
das Ding hier, oder was? Also die hier können offenbar Fehlschlappuhren droppen. Der Ballon sieht voll bedrohlich aus. Warum hat er so schwarze Streifen drauf? Sonst kommt hier alle 5 Sekunden Gegner und jetzt darf ich hier durch die Gegend latschen und passiert nichts. Auch geil. Natürlich muss dieses Kackgestrüpp wieder ausweichen, ist klar. Ich finde, der Schaden, den die machen, ist auch einfach mal völlig übertrieben. Vor allen Dingen Flick sitzt da auf dem Boden, als wenn er so: Niemand hat mich wieder geklaut. Es ist auch geil, dass hier keine Erklärung steht, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so, ja, greift die jetzt alle an oder. Scheint so. Und es killt die einfach mal eiskalt nicht. Jetzt, wo ich es nicht brauche, weißt du, da greifen sie die ganze Zeit an. Aber ich verstehe jetzt irgendwie nicht, inwiefern ist denn diese Rune verflucht? Ich habe doch gar keinen Nachteil durch die. Könnte ich nicht hier. Ja. Ich dachte, hier wäre das gewesen, wo ich irgendwie die Katze finden sollte oder so ein Kram. Sehr praktisch. Gib mir doch eine Fehlschlagurne.
ist das erste und einzige Mal, dass ich gerne Füllschlagbohne hätte. Ich finde es dann immer lustig, dass wenn man dann in seinen Laden wieder reingeht, jemand dann völlig alle drin steht. So, wo kommt der her? Wer ist das? So. Den hätten wir auch. Dann können wir jetzt nach Kaku offenbar. Erstmal müssen wir nochmal nach Anteil. Da können wir offenbar Jean noch rekrutieren. Mittlerweile sollte es gehen, glaube ich. Oh, das wollte ich gar nicht, sorry. Da habe ich wieder mal zu schnell gedrückt. Das Mysterium ist, Jean muss super alt sein, weil die kam schon in Suikoden 4 vor und Suikoden 4 spielt 150 Jahre vor allen anderen Teilen. So, was haben wir denn hier noch? Da kommen wir im Moment nicht dran. Die haben wir. Schließt sich mit Anji an. Ich sehe gerade gar kein Anji. Ach da. Ach so, okay, dafür müssen wir in den Pirate Forest. Das können wir später noch machen. Glaube ich nach Skaletica oder wie diese scheiß Kack-Dingens-Bummens hieß, zurück. Jetzt müssten wir nämlich diesen Otto da
rekrutieren können. Die können wir wohl erst mit Millich im Team rekrutieren. Also sprich, der muss auch in der aktiven Party sein. Können wir nur noch Geld sammeln und dann können wir noch mal den Typen aus dem Kobold dort mitnehmen, aber das war's dann auch. Das war mal ein kritischer Hieb. Kann das sein, dass sie hier irgendwie weniger einstecken oder kommt man da nur so vor? Scheint irgendwie so, als wären die Gegner gar nicht so schwer hier. Die geben aber dafür gut Erfahrungspunkte und auch gut Kohle. Natürlich muss er wieder ausweichen. Nochmal zurück, heil mich. Dann suchen wir nochmal das Kobolddorf auf und dann ist der Party auch schon fast rum.
so heftig auf die Ohren. Doch eigentlich schon ganz schön aus, so, ne? Komisch, dass hier der Dingens nicht drin ist. Das Kobolddorf. Weil wir haben den Zwergenberg, wir haben das Zwergendorf, die Schatzkammer der Zwerge, verbrannte Elfendorf. So, warum ist denn das Zwergendorf nicht dabei? Das sind die auf dieser anderen Karte. Das ist nochmal Panayakuta gewesen. Panayakuta war da ganz. Panayakuta war da ganz unten. Komisch. Nimm mal wieder das verbrannte Elfendorf. Komisch. Ich frage mich, ob das ein Bug ist oder ob das früher auch so war. Du musst 40 sein für den anderen Typen. Vielleicht werde ich auch offline noch ein bisschen trainieren und Geld sammeln. Dann können wir Paar noch vernünftig ausrüsten, dann kann er gegen Theo gewinnen. Achso, das heißt auch Großwald. Okay, aber das war, glaube ich, auch nicht da aufgelistet. Wenn ich jetzt hier hingehe, also das ist wieder der Wald ganz normal. Hm, komisch. So, hier ist wahrscheinlich der, genau, den können wir, oder? Ja doch, den können wir auch rekrutieren. Aber dafür müssen wir Kurumimi dabei haben. Den wir jetzt auch gerade nicht nehmen können. So, ich glaube, das ist erstmal alles an Leuten, die ich rekrutieren kann. Ich kann halt noch den Gong rekrutieren. Und den Typen da in dem Schloss. Dann werde ich nochmal gucken, ob ich Pan irgendwie besser ausrüsten kann. Ah, Mann! Das Schloss an sich finde ich aber eine coole Sache, so dass das so in den Berg reingebaut ist. Oder in diese Felsen. Hat irgendwie was. Thank you.
Hä? Was soll ich denn damit machen? Die sind ja lustig. Ich hätte auch nichts anfangen. Wobei, da zeigt er hier wieder nicht an, was das ist, deswegen machen wir das mal anders. Achso, Pan hat den schon. Oder? Nee, Quatsch, der hat die. Ach nee, genau, der hat seine eigene Runde, hab ich ganz vergessen. Wobei ich sehe gerade, der hat ja den Schutzring schon. Achso, der kann ihn zweimal ausrüsten. Auch. So, jetzt sollten wir einigermaßen gut vorbereitet sein. Ich werde dann hier nochmal ausruhen, speichern und sage an der Stelle schon mal, bitte like das Video. Das ist immer gut für den Algorithmus von YouTube. Wenn euch das Ganze hier gefällt und auch euch mein Kanal gefällt und ich ganz cool bin so für euch, dann könnt ihr mir auch gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr mich noch richtig gut supporten wollt, dann einfach mal auf den PayPal-Link klicken. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.